In Museen ist es normalerweise still. Musik hat hier nichts zu suchen. Aber an diesem Wochenende tönt die Kunst. Nur, wie klingt sie? Wie hallt und schallt sie? Kann ich das mal anmachen? Eine Stunde vor Öffnung, letzte Handgriffe. Für die Klanginstallation in der Sammlung Alte Meister hat man einen Komponisten geholt, der sich selbst ein bisschen als Maler versteht. Hört man schon was? Klangkünstler Fabian Russ. Ich wollte es nicht illustrieren, sondern ich wollte versuchen, etwas möglichst Zurückhaltendes oder sagen wir mal etwas Anschmiegsames dran zu legen, was aber den Geschichten möglichst viel Platz lässt noch und dann im besten Falle Assoziationen bei den Betrachtern hervorruft. Russ erweitert mit Glocken- und Krötengeräuschen den Raum spätgotischer Kirchengemälde. Lässt Mantren um die Werke der Aufklärung herumkreisen und Altarfiguren durch einen Flüsterchor lebendig werden. Entstanden sind diese Klänge hier, am Computer im heimischen Studio in Leipzig. Der 30-Jährige ist bekennender Elektronikkomponist. Die Elektronik ermöglicht einem in Echtzeit sozusagen dann eben aber Räume auszuprobieren. Ich kann dann eben ein Signal nehmen und sagen, okay, du Signal, du Flöte, die du machst, du bist jetzt mal ganz da hinten irgendwo, weil und machst das die ganze Zeit und dann machst du es mal nochmal tiefer und dann machst du es wieder hoch. Dich setze ich mal ganz da hinten in diesen Raum und dann setze ich weiter vorne, setze ich irgendwie eine Textur, die sich durch den Raum bewegt. Wie ein Maler positioniert Russ Sounds im Raum. Eine Kunsthalle zu beschallen lag da relativ nah. Doch seine Arbeit hört nicht am Computer auf. Der Grenzgänger denkt digitale und analoge Welt zusammen, komponiert für Maschine und Mensch. Wie etwa für den Oboisten Albrecht Meyer. Diese Aufnahme ist inzwischen für ihn eine Art Fundus. Ein Klangmateriallager, aus dem er sich immer wieder bedient. Das er mit seinem Sequencer permanent weiterverarbeitet. Ich kann einen Ausschnitt auswählen, wo ich sage, okay, das gefällt mir besonders gut und kann das dann hier einfach in den Oktaven das gleiche Signal bewegen. Und wenn ich das dann mische mit anderen Dingen wieder, macht was ganz anderes, als wenn ich kann es auch wieder aufgehen lassen. Plötzlich wird aus einer Oboe eine Hundertschaft von Oboen Chimären. Russ baut sich mit der Technik einen ganz eigenen Instrumentenapparat. Schon seit ich 14 bin, habe ich gedacht, ja, irgendwann muss ich mit einem Sinfonieorchester arbeiten. Aber der Weg, bis man mal mit einem Orchester arbeitet, der ist lang. Vor allem, wenn man nicht am Konservatorium studiert hat. Wenn man über Umwege zu ganz neuen musikalischen Ideen kommt. Orchestronik. So nennt Russ seine Methode, bei der echtes und digitales Orchester zugleich spielen. Sie ist eine Spielform einer jungen Generation von Elektronikkomponisten, die den Versuch machen, diese Elektronik wieder zurückzutransportieren in die Welt mit den Instrumenten, weil sie dann von Menschen gespielt wird und weil 20 Menschen in Kammerorchesterformationen eine ganz andere Energie transportieren als ein Lautsprecherorchester. In der Hamburger Kunsthalle hat Russ zwar nur Lautsprecher aufgestellt, 22 Stück, doch auch sie entwickeln einen ganz besonderen Sog. Erweitern, ja beleben die Gemälde. Vielleicht gerade, weil in jedem Klangfetzen von Fabian Russ so viel echtes Leben drinsteckt.